Entscheidung für das Fraunhofer-Institut waren uns zwei Sachen besonders wichtig. Einmal die hohe Fachkompetenz und die State-of-the-Art-Methodenkompetenz, die beim Fraunhofer-Institut unzweifelhaft gegeben ist. Und zum Zweiten war uns wichtig, dass wir eigene Mitarbeiter auch an neue Methoden ranführen, das Thema datengetriebene Analysen und Modellentwicklung stärker bei uns auch entwickeln können. Und das hat sich hier herausgestellt, dass das in so einem Format eines Campuses besonders gut umzusetzen ist. Und deshalb haben wir uns hier für das Fraunhofer-Institut entschieden. Was mir besonders gut gefallen hat, war der sehr unkomplizierte Zugang zu neuen Methoden, immer wieder neue Impulse. Eine Erfahrung, die wir im Projekt gemacht haben, uns sind nie die Ideen ausgegangen, die Modelle zu verbessern oder neue Wege zu beschreiten. Wir haben viele Wege ausprobiert, viele auch wieder abgebrochen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass wir hier gut geleitet sind in dieser Modellwelt und haben auch sehr viele Forschungsfelder kurz anreißen können und hatten da auch immer aus diesem Riesenfundus, den das Fraunhofer-Institut hier bietet, immer wieder sehr, sehr gute Impulse bekommen.